Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Starbound. In der letzten Folge hatten wir so eine Art Abenteuerfolge wieder, wo ich erstmal in diesem Steam-Bionom relativ schnell gestorben bin und dann... Ach nee, hier war das. Hier bin ich relativ schnell gestorben, hier und hier in diesem neuen Tempel, da hat man dann einen Schnitt in der Folge gehabt. Da sah es doch einigermaßen okay aus, zumindest habe ich das Abenteuer bestanden. Aber so aufregend war es jetzt nicht. Heute soll es ein bisschen aufregender werden. Und ich hole jetzt gleich mal ab, bevor mich das Klavier noch mehr nervt. Denn wir besuchen wieder einen Florian-Tempel, aber... Oder eine Florian-Siedlung, Festung. Ich weiß nicht, wie genau ich es nennen soll. Ich weiß nicht, warum ich immer Tempel dazu schreibe. Meistens ist es ja was anderes. Im letzten Fall war es ja eher so eine Art Knast. Aber hier, allein das Bionom sieht schon mal ziemlich crazy aus. Mit das hier ist aus dem Hive-Bionom und... Wo das Zeug herkommt, weiß ich nicht. Und ich selbst habe das Ding jetzt mal Corrupt genannt, aber irgendwie ist es was ganz Verrücktes hier. Alien-Erde, Augen, die Dinger, solche komischen Bäume. Und hier versteckt sich auch ein ganz komisches Ding, was die Florians gebaut haben oder sich zusammengeklaut haben. Ja, hier habe ich meine Fahne versteckt, damit ich mich heimlich anschleichen kann, aber ich wurde trotzdem gesehen. Blöderweise, jetzt muss ich ihn vernichten, bevor er seinen Kumpels Bescheid sagen kann. Ah, und hat sogar eine Bandage gedroppt, sodass er den Schaden gleich ausgleichen kann. Hier ist irgendwas, was so ein bisschen Licht produziert oder durchscheint. Ich glaube, es scheint durch. Und ja, hier geht's mal los. Und jetzt töten wir eigentlich alle Florians wieder. Das gleiche Spiel wie bei der letzten Folge. Im Prinzip wir durchgehen und Florians töten. Aber hier, die können sich sogar verteidigen. Die haben ein Schild und die haben geblockt. Habt ihr das gesehen? Das ist doch cool. So, ich werde jetzt wieder nicht alles durchgehen, sondern bloß so auffällige Kisten und so weiter. Uns ein bisschen nach dem Zufallsprinzip angucken. Ja, ansonsten bin ich die ganze Zeit nur mit Kisten untersuchen beschäftigt, wo die meiste Zeit eh nichts drin ist. Die züchten sogar diese komischen Dinger. Seht ihr das? Die züchten Blumen und das hier. Und da ist ein Brunnen. Ich glaube, der gehört eigentlich zu den Avians, aber der sieht auch ziemlich cool aus. Ah, das Kuste habe ich noch gar nicht gezeigt. Hier hat so einen schönen Brunnen, den will ich vielleicht haben. Ich kann ihn aber nicht klauen. Warum nicht? Weil die Florians irgendwie es geschafft haben, hier so einen Schutzgenerator zu bauen, der die ganze Siedlung schützt. Und das heißt, ich muss hier wirklich mal ehrlich durchkommen und kann hier das nicht einfach so vernichten. Zumindest augenscheinlich nicht. Ich kann nicht mal hier durch. Oh, soll ich das hier... Soll ich das mal probieren? Oh, ganz knapp. Ah, da unten ist Wasser. Also da komme ich zumindest... Oh, die Hälfte meiner Energie verloren. Habt ihr das gesehen? Es ist ja... Es ist wirklich gefährlich. Oh, und hier ist eine Kiste. Ich kann nicht mal hier durch die Wänden. Also ich kann nicht an die Kiste ran. Aber ich glaube, von dem Schwierigkeitslevel des Planeten ist... Kann da eh nicht so viel Interessantes drin sein. So, ich nehme vorsichtshalber nochmal so ein... Medikit. Hoppla. Okay, so viel verliere ich gar nicht dadurch. Ich muss schon vorher wenig Energie gehabt haben. Na, es ist tatsächlich mal ein etwas würdigerer Gegner als sonst so. Braucht man tatsächlich mal ein bisschen Taktik. Oh, hier eine Schatzkammer, eine richtige Schatzkammer. So stelle ich mir eine Schatzkammer vor. Mit einem Schatz drin. 100 Pixel ist jetzt kein Schatz, aber naja... Die Seile benutze ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Sehe ich, wie ich hier rankommen kann? Ah, ich muss den Diamanten drücken. Und dann habe ich eine Abkürzung nach oben. Das ist cool. Hat das Ding eine Bezeichnung? Disquester... Ist this Crystal Resonance Technologie? No, it's something else. Ja, das ist jetzt Florian Technologie. Eigentlich ein bisschen schade, wenn man sich überlegt, dass hier Florians sind, die mal technologisch ein bisschen weiter hoch sind. Und ich habe nichts Besseres zu tun, als den ganzen Stamm hier auszulöschen. Und habe ich schon mal gesagt, dass die Gegner hier ein bisschen tougher sind? Also so von der Taktik her. Die haben Taktik. Das ist was Neues. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Komme ich da einfach rein? Ja, ich komme rein. Aber hier geht es auch ein bisschen weiter. Ah, schwierig. Hier ist so eine Art Grabkammer. Das ist jetzt natürlich von den Avians genommen, die Grabkammer, aber man kann sich vorstellen, dass hier vielleicht wirklich irgendwelche Florians begraben sind. Knochen brauche ich eh.
Wer sich erinnert, in der vorletzten Folge oder vorvorletzten Folge, ich will mir ja so ein Bone-Armor-Set bauen und dafür brauche ich Bones halt. Und ja, die können ja auch von... Na eben, Florence sind doch Pflanzen. Haben die überhaupt Knochen? Haben Florence Knochen? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Haben Florence Knochen? Oh, was sind das für ein Viech? Stirb! Du machst mir Angst. Cool. Das ist ein Troll. Also es soll ein Troll sein. Mushroom Wardness und Mushroom Bed. Ein Troll. Ich habe einen Troll gefunden. Ist der Pilz dekorativ oder? Ah, ich habe Angst, ihn kaputt zu machen und dann nicht wieder aufsetzen zu können. Na, ich lasse mal alles, wie es hier ist. Ich werde es doch dann eh nie wieder besuchen. Da können wir es doch auch so lassen. Die Pilzstatue kann ich mir mitnehmen. Nee, kann ich nicht, weil ich mir gar nichts mitnehmen kann. Weil es immer noch unter dem Schutz des Generators steht. Aber ich finde diesen Tempel wirklich sehr interessant. Den habe ich mir extra aufgehoben, damit ich den... Also, ich habe mir aufgehoben, da hier durchzugehen, bis ich das aufnehmen kann. So. Du hast mich angeschossen. So. Und die Gegner droppen sogar relativ sinnvolles Zeug. Hier ist nochmal so ein Troll. Die sind absichtlich so in die Wände eingesperrt, damit das ein bisschen komisch aussieht. Ah, ich habe den Generator gefunden. Na, der Arme kann nicht mehr raus. Ich glaube, ich erlöse ihn von seinem Leid. Aber erstmal erlöse ich euch. So. Bughive. Ah, ich kann nicht aufmachen. Sehe ich irgendwo, wo der Schalter dazu ist? Okay. Muss ich einfach hier drauf drücken? Okay. Aber der kann trotzdem nicht raus, oder? Kannst du? Der kann mich vielleicht angreifen, wenn ich nah genug rankomme, aber... nee, danke. So weit geht die Freundschaft dann doch nicht. Ah, das Spiel stockt ganz schön. Ich erlöse mal meinen Computer von der Last, hier so viel berechnen zu müssen. Ja. Armer Troll. Kann es sein, dass ich erstmal rausfinden muss, wie man da unten rankommt? So, nächste Troll zum Erledigen. Ich nenne die Viecher jetzt einfach mal Troll. So. Ha, ich muss da oben irgendwie ran. Also hier. Time to strike. Ach, die sind da oben eingesperrt gewesen. Bis ich praktisch da die Schalter umgelegt habe. Ja. In Zeitlupe kämpfen ist furchtbar. Ich finde das cool, dass die so gezielt Schilder einsetzen. Und, na gut, wenn ich meine wenn ich eine Performance hätte, dann wäre das jetzt wesentlich einfacher gewesen. Aber hier ist... Oh, der Stuhl sieht cool aus. Ist das so ein Sandstone? Stargazer-Stone ist das. Ja, sowas könnte ich mir auch als Thron vorstellen in meiner Festung dann. Ah, hier, der Generator beschützt zusätzlich mit Schätzen, so als wenn das selbst ein Schatz wäre. Hier ist wieder so eine Schatzkiste, wo leider nicht so viel besonderes Zeug drin ist. Soll ich das Ding jetzt schon kaputt machen oder hebe ich es mir auf, um ein bisschen Rollenspiel zu haben? Weil sonst ist, wenn da irgendein Hindernis ist, dann gehe ich einfach drumherum oder so. Oder mache einfach alles kaputt, das wäre ein bisschen schade drum. Auf der anderen Seite... Naja... Ist es auch ziemlich dumm, wenn ich es mir jetzt absichtlich schwerer mache, als ich es haben müsste. Ah, das sieht... Guck mal, wie cool das hier aussieht. Hier mit verschiedenen Varianten von diesen... Achso, hier muss ich erstmal die Tür öffnen. Also hier ist wirklich alles zusammengenommen worden, um einen wirklich schönen Tempel zu erzeugen. So, weg mit euch allen. Ja, ich finde den Tempel cool. Hier verschiedene... Ah, Leute. Das wirkt so ein bisschen wie die Antike von Florence. Florence sind ja eigentlich so Steinzeitwesen. Und das hier ist im Prinzip die Antike. Aufgestiegen und
ja, wieder gefallen, weil ich sie jetzt alle vernichten muss, aber die greifen mich halt an, die könnten friedlich mit mir reden. Wenn sie es nicht tun, dann sind sie selber schuld. Wo führt denn das Ding hin? Hier ist nichts Interessantes drin. Ja, ich klicke mal einfach hier drauf. Mal sehen, was ich dann freilasse. Ich nehme gleich mal das hier, um zu sehen, ob noch irgendwo was versteckt ist. War ich hier hinten schon? Ich glaube ja, da unten war doch der Troll. Also das, was ich Troll genannt habe. Ah, jetzt kann ich hier lang. Und, was ist hier unten? Ich kann jetzt mal einen Morphball benutzen. Gerade so. Das ist ja unfair. Oh, hier ist ja Zellmaterial und solches Erz. Wow. Also hier ist ein echter Schatz drin. Resin, das ist... Na gut, wenn man es einmal verstanden hat, dann bekommt man es relativ schnell. Aber diese Klaue zum Beispiel, die ist auch relativ wertvoll. Allein das Fass, das mit Schätzen gefüllt ist, das sieht schon mal cool aus. Oh, herrlich. Also das Ding hier lohnt sich zu Tode. Also sobald der Generator weg ist und ich mal Zeit habe und so weiter, dann wird das ganze Ding hier aber sowas von auf die Grundmauern niedergerissen und als Rohstoffmaterial für meine eigene glorreiche Zivilisation, in der dann auch Florens leben dürfen, wiederverwertet. Oh, hier mit Büchern. Guck mal, die Florens lesen sogar. Das ist doch cool. Da ist schon wieder der nächste Schalter, der irgendwo hinführt. Oh Gott. So, jetzt habe ich überall Licht angemacht, glaube ich. Kann es sein, dass ich dann hier irgendwie... Ist das ein Schalterrätsel? Oder so? Ah, das Ding sieht doch cool aus. Muss ich den irgendwie anmachen? Ah, das ist ein versteckter Schalter. Das ist ja cool. Hier muss ich auch irgendwie... Nee, hier muss ich nicht lang. Das ist einfach bloß Dekoration. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Also hier hat sich echt jemand Mühe gemacht. Das muss man echt mal honorieren. Die Axt sieht schräg aus. Verdächtig aus. Hier haben wir einen versteckten Schalter als Form eines Bücherregals. Ah, und jetzt kann ich da oben weitergehen. Hier in die Bücherregale selbst mal gucken. Vielleicht finden wir was raus, was diese Florence so niedergeschrieben haben. So, jetzt bin ich hier in einer Art Heiligtum. Alles schön verwachsen, verbaut. Komme ich hier weiter? Ja. Ich gehe mal lieber von oben. Also von hier aus, dahin. Komme ich zwar nur mit Doppelsprung gerade so hin. Ah ne, ich komme gar nicht dahin. Okay, ich muss an draußen vorbei. Geht das eigentlich dann hier weiter? Ah, da ist noch ein Schalter. Seht ihr das? Brauche ich den vielleicht noch für irgendwas? Ah, da hinten geht's auch noch weiter. Hier ist eine Uhr. Ach, das ist eine Apex-Uhr. So, die gehen alle da... Nee. Die gehen alle dahin. Und da unten. Das leuchtet jetzt auch alles. Was bringt das? Ich bin verwirrt. Was mache ich mit der Information, dass ich jetzt hier alle Sachen eingeschaltet habe? Oh, seht ihr die Sanduhr? Die will ich haben. Nee, ich kann ja noch nicht wegen... dem Generator, den ich noch nicht ausgeschaltet habe. Nein, auf jeden Fall, wenn ihr dann das coole Zeug in der nächsten Folge irgendwann mal in meiner Siedlung seht, dann wisst ihr jetzt, wo ich es her habe. So. Ach, Meteore gab es hier. Deswegen wollte ich das Ding noch nicht ausschalten. Weil die Meteore, die zerstören dann das ganze Ding hier, sobald es einmal, ja, losgelassen wurde. Ach, das ist doch Mist. Hier auf dem Planeten gibt es Meteore, deswegen mussten die vielleicht so schlau werden, damit sie... Oh, ist das ein Krater von den Meteoren? Nee. Seht ihr? Die Meteore können das hier nicht zerstören. Okay. Langsam wird's spooky. Ah, die Meteore können das hier zerstören. Und das haben sie jetzt gerade auch. Was? Das komische Viech, das... Ist das hier der Herrscher?
It's a temp. It's made. Build a nest of swords. Okay. Aber das Ding müsste eigentlich auch aus Original aus dem Spiel sein. Ah, die Waffe ist... Naja, doch, die Waffe ist Schrott. Silber Ore und sowas hier. Ja. Die Glocke sieht cool aus. So, jetzt setze ich mich mal hier auf den Thron. Ich habe den Tempel erobert. Ah, hier ist noch ein Regenschirm drinne. Parasol. Heißt mein Regenschirm auch Parasol? Ja. Jetzt habe ich zwei Regenschirme. Ich probiere es einfach mal aus, wie das aussieht. Hier habe ich noch eine Geige oder eine Violine. Gibt es ja einige, die legen sehr viel Wert drauf, das zu unterscheiden. Ja, doppelte Regenschirmpower. Wo bin ich denn hier gelandet? Moment, ich glaube, das Wasser ist vergiftet jetzt. Ach, auf dem Planeten gab es ja auch noch giftigen Regen. So. Ja, wie gesagt, das mit den Meteoren ist ein bisschen blöd. Da muss man sich wirklich überlegen, ob man das Risiko eingeht, dass dann durch einen Meteorschauer hier alles vernichtet wird. Beziehungsweise, wenn ich es entvölkert habe, so wie ich es gerade mache, dann ist das ja auch egal. Aber da lege ich mir regelrecht einen Plan zusammen, was ich dann nacheinander abreißen will. Und dann möchte ich auch ein schönes leeres Inventar haben. Ja. Damit sich das lohnt, hier in einem Durchgang so viel wie möglich einzusacken. So, das hatte ich hier schon, das Rätsel. Da ging es hoch in diesen Thronsaal. Aber hier ging der Tempel ja noch weiter. Ging es hier unten eigentlich auch weiter? Erstmal der Kollege hier. Ja. Boah. Dass das Spiel so laggt, das macht es wirklich schwierig. Das ist wirklich, ja, nicht so einfach. War ich hier unten schon? Das kommt mir nicht bekannt vor, aber das hat nichts zu sagen. Oh! Nette kleine Fischis. Böse Fischis. Brauche ich nicht noch einen Fisch für den komischen Heidottel-Typ? Okay, eine Bandage habe ich bekommen. Und das sieht aus wie Pixel. Und hier unten ist noch irgendwie was von diesem Bionom, was wieder so ein bisschen die Wände durchsichtig macht. Ah, das sind Schätze oder sowas. Mal gucken, ob es wirklich Schätze sind. Wieso kann ich die Tür nicht öffnen? Ich wette, ich brauche einen Schalter dafür. Ah, okay. Darauf muss man erstmal kommen. Okay, ich komme drauf, weil ich das hier sehen kann. Aber stellt euch vor, ihr seht in der Realität dann hier, dass irgendwie eine Art Faden ins Wasser reicht und dann verfolgt ihr den Faden einfach bis zu diesem Mechanismus. Dann habt ihr es auch soweit. Okay, das sind gar nicht mal so dumme Waffen, nur dass ich unter 1, irgendwas ungern Waffen benutze. Also werden die wahrscheinlich wieder verkauft. Die Waffen aus der letzten Folge habe ich leider auch verkauft. Oh, Autoships, die sind wertvoll. Zumindest für mich, der regelmäßig sein Auto quetscht, immer noch. Diamanten kann man auch gut gebrauchen. Ja, hat sich gelohnt. Ich nehme mal wieder die Taschenlampe. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie man an so einen Regenschirm kommt. Im Prinzip in solchen komischen Tempeln. Jetzt habe ich zwei. Boah, da freue ich mich wirklich. Ja, das ist cool, die zweite Regenschirm. Das bringt's voll wirklich. So. Wie gesagt, ich habe mich noch ein bisschen schwer damit, dass es hier Kometen gibt und ich sehr ungern eigentlich diesen Tempel hier den Kometen überlassen würde. Okay, das hier ist das Ende des Florentempels oder der Siedlung oder des Refugiums, keine Ahnung. Sie sind alle tot. Jetzt bin ich wirklich ein bisschen traurig. Es ist eigentlich nutzlos gewesen. Ah, nicht weiter rumheulen. Lieber einen Plan machen, was wir alles einsacken wollen. Diese goldenen Statuen auf jeden Fall. Statuen, das Ding. Ah, das mache ich dann später. Ah, der Glitch-Kodex ist da auch ein Schalter, oder? Nein, ist er nicht. So,
So, 20 Minuten sagt mir meine Uhr. Ich würde sagen, das reicht doch als Folge. Ja, würde ich sagen, das passt schon. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch einen Tempel mache oder sowas in der Richtung, ob ich ein bisschen überziehe oder viel überziehe. Oder ob ich es dann als Folge gut sein lasse. Auf die Art und Weise kann ich mehr Folgen produzieren und habe dann einen Tag länger frei, wenn ich mal wieder unter Druck komme, Folgen produzieren zu müssen. Schwierige Entscheidung. Ich würde sagen, morgen ist auch noch ein Tag. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, euch gefallen die Folgen immer noch. Und ja, bis dahin.